Hinter dem Titel Weltenschöpfer verbirgt sich das sächsische Gipfeltreffen des Komponisten Richard Wagner, des Schriftstellers Karl May und des Bildhauers und Grafikers Max Klinge. Zu Lebzeiten sind sie sich nie begegnet. In der teils historischen, teils zeitgenössischen Ausstellung werden sie jetzt erstmals vereinigt. Den Anstoß dafür geben sie mit ihren ähnelnden Leitbildern selber, so der Kunsthistoriker Hans-Werner Schmidt. Richard Wagner misstraute, wenn nicht gar verachtete, die Politik. Die Kunst war dazu von ihm ausersehen, die Welt zu verbessern. Und das sind ja Geisteshaltungen, die natürlich Karl May und Max Klinge auch geteilt haben. Gerade Karl May zeichnet aus, dass er Kulturen verstehen wollte und das auch einer breiten Leserschaft vermitteln wollte. Auch wenn Wagner Antisemit war, seine durch die deutsche Romantik geprägte Musik blieb unpolitisch. Beim Vergleich der Werke von Wagner, Klinge und May fällt auf, dass viele der Motive übereinstimmen. Der Wald beispielsweise wird zu Zeiten der Vorindustrialisierung zum Ort des Bedrohlichen. Die Lichtkünstlerin Rosalie sieht die poetische Komponente der Werke als Gemeinsamkeit. In drei großen Hallen präsentiert sie lichtkinetische Skulpturen und versetzt so die Weltenschöpfer ins 21. Jahrhundert. Das verbindende Element sind die Traumlandschaften, die die jeweiligen Künstler geschaffen haben. Es ist jeweils eine Reise in Utopien und Sehnsuchtslandschaften. In ihrem Max Klinger gewidmeten Raum Begehbare Landschaften der Melancholie wird der Besucher zum Akteur. Durch Begehen der Filzblätter am Boden werden auf dem Flügel Töne erzeugt. Rosalie erinnert mit dem Klangspiel an Klingers große Affinität zur Musik. Das Schwarz-Weiß des Raumes und der Wechsel zwischen Hell und Dunkel sollen das grafische Werk des Zeichners nachempfinden. Wenn sich die verschiedenen Welten auch aneinander reiben, das ist doch das Spannende, dass man immer wieder auch das Ambivalente sieht der jeweiligen Werke und das wiederum mit den Mitteln unserer Zeit zu konfrontieren. Das hat mich gereizt, daraus wieder eigene neue Welten zu schöpfen, aber natürlich mit der Wurzel dieser Biografien. Rosalie schafft es, der fiktiven Heldenwelt der Künstler eine poetische Leichtigkeit zu verleihen. Wagner, Klinger und May hätten ihre Freude daran.